Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums zu unserer Reihe Was tut sich im deutschen Film? Sie kennen diese Reihe wahrscheinlich. Einmal im Monat zeigen wir einen aus unserer Sicht herausragenden aktuellen deutschen Kinofilm. Und das ist heute auf jeden Fall auch wieder der Fall. Und zwar ein Film, der uns nach Hollywood führt. Das gibt es ja nicht so oft. Ein Dokumentarfilm. Wir zeigen ja oft Spielfilme, aber das ist ein Film, der wirklich verschiedene Facetten des Dokumentarfilms aufgreift und an vielen Stellen auch ganz besonders wirkt. Wir werden es gleich sehen. Wir freuen uns sehr, dass Uli Gaulke auch hier ist. Bevor ich ihn nach vorne rufe, schon mal herzlichen Applaus. Schön, dass du da bist. Ja, diese Veranstaltung ist wie immer in Kooperation mit der Fachzeitschrift EPD Film. Die sitzen auch hier in Frankfurt und wir freuen uns sehr, dass da auch immer dann diese wunderbaren Gespräche nach dem Film stattfinden. Tatsächlich erstmal mit einer halben Stunde unter den beiden und dann haben sie auch die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Rudolf Worschech, der Chefredakteur, wird heute das Gespräch führen. Und ja, für alle, die vielleicht das erste Mal da sind, bei uns gibt es keine Werbung vorweg, sondern einen thematisch passenden Kurzfilm, wie ich immer so schön sage. Und ich habe es vorhin schon mal angedeutet zum Regisseur des heutigen Abends. Das ist ein Kurzfilm, den wollte ich schon sehr, sehr lange mal zeigen. Es hat nur der passende Hauptfilm dazu gefehlt. Heute ist endlich der Hauptfilm da. Der Kurzfilm heißt Beige. Der dauert 15 Minuten, ist von Silvi Hohlbaum. Die ist auch hier aus der Region und die hat einen Film gemacht. Sie werden gleich verstehen, warum der so besonders ist, weil irgendwie entdecken wir oder nahe Menschen uns da sehr, sehr schnell wieder, vermutlich. Also jetzt erstmal viel Vergnügen mit diesem Vorfilm und dann stelle ich ihn Uli Gaulke vor. Film ab. Ja, ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen. Der Film wurde mir damals auf einem Festival vorgestellt mit "Dieser Film wird Ihr Leben verändern". Ich glaube, die haben recht. Ja, aber jetzt ist mir eine große Freude, den Regisseur des Hauptfilms vorzustellen. 2001 ist er mit seinem Abschlussfilm direkt, Havana Mi Amor, auf die Berlinale zur Eröffnung des Forums eingeladen worden, hat dann später damit den Deutschen Filmpreis als bester Dokumentarfilm direkt gewonnen und es war der Auftakt zu einer großartigen Dokumentarfilmkarriere. Heirate mich war dabei, Comrades in Dreams, ganz wunderbarer Dokumentarfilm und ja, wir freuen uns sehr, dass er jetzt hier ist und uns Sunset over Hollywood präsentiert. Uli Gaulke, willkommen in Frankfurt. Ganz lieben Dank für diese warmen Worte, ganz lieben Dank für diese unglaubliche Einfahrt. Ich habe es noch nie erlebt, ja, dass jemand so treffsicher darauf zielt, wo ich versucht habe, 4 Jahre hinzukommen. Ja? Oh, danke schön. Dankeschön. Ich habe auf meine Schuhe geguckt und sie sind beige. Ja. Früh verbeige. Angebeige. Früh verbeige. Ja, Sie werden einen Film sehen über das Altenheim von Hollywood, wo mich genau das bei einer Darstellerin sehr beeindruckt hat, dass sie nämlich unglaublich darauf geachtet hat, wie sie aussieht, wie sie sich kleidet und sie ist 105 Jahre alt. Das nur ganz kurz vorweg. Das ist der Film, es ist mein Tribute an die Generation von Filmemachern, die das alte Hollywood noch getragen haben, die nie in der ersten Reihe standen, die quasi dafür gesorgt haben, dass Filme, die wir alle kennen, auf die Leinwand kamen. Und diese Leute waren immer unentdeckt und sie haben jetzt ein Altenheim. Die Stars bezahlen dafür und sie können dort ihren Lebensabend verbringen und sie probieren Dinge aus, die sie unter Umständen ihr ganzes Leben lang noch nicht gemacht haben. Dabei haben wir ihnen zugeschaut ein Jahr lang. Mich hat es selber sehr beeindruckt insofern, dass ich 50 geworden bin. Das ist mein Film, den ich mir zum 50. Geburtstag geschenkt habe, weil ich natürlich dann auch in diesen... Hast du den Brief bekommen von mir? Ich habe auch darüber nachgedacht, was wird in der nächsten zweiten Lebenshälfte bei mir passieren. Und diese Fragen habe ich mitgenommen nach Los Angeles und habe sie ihnen gestellt und den Film sehen wir. Und wir haben danach die wunderbare Möglichkeit, sehr ausführlich darüber zu reden. Und dazu lade ich Sie ein, zu diesem Filmgespräch. Und ich freue mich, dass Sie heute gekommen sind. Ich habe auch noch eine Frage, bevor es losgeht. Ich möchte, weil es ist schon was Besonderes, du hast die Premiere verpasst, dieses Films. Das war in Hof bei den Filmtagen, da habe ich den Film gesehen, da warst du nicht dabei. Erzähl uns, wie kam das und wann hast du ihn dann zum ersten Mal im Publikum gesehen?
Ja, also ich habe ja lange gebraucht, um ihn zu machen. Und als er dann endlich fertig war, hatte ich eine Einladung vom Goethe-Institut nach Hongkong und war dort und musste dann erleben, wie er in Hof das Licht der Welt erblickt. Ich hatte immer sozusagen eine Direktleitung in den Kinosaal und habe gemerkt, das wird funktionieren. So. Und von da an ist diese ganze Last von mir gefallen. Ich liebe dieses Festival, weil es ich habe diesen Film auch so ein bisschen dem Leiter, der verstorben ist, Heinz Badewitz gewidmet. Ich habe mit ihm oft in Jurys gesessen. Ich habe 3 Filme bei ihm gehabt und mich hat das damals echt aus dem Hocker gehauen. Und es war ein Film über Hollywood und er hat das große Kino geliebt, er hat das kleine Kino geliebt, er hat Filmemacher entdeckt, er hat fürs Kino gelebt und er ist mit diesem Gefühl auch gestorben und er wird über uns sein und ich sage, Heinz, danke, dass du uns alle inspiriert hast, ja, fürs Filmemachen und uns immer dabei geholfen hast, diese Filme auch zu zeigen. Und deswegen haben wir gesagt, wir zeigen ihn in den Hof, auch wenn ich nicht da bin. Und es gibt tatsächlich keinen besseren Ort, als diesen Film ausgerechnet jetzt im Filmmuseum zu schauen. Ich sage ganz herzlichen Dank, Uli Gaulke, schon für die Worte vorweg und Ihnen allen viel Vergnügen. Sunset over Hollywood. Dankeschön. Großen Applaus für Uli Gaulke, den Regisseur. Und Ulrich Sonnenschein führt das Gespräch. Oh Gott, oh. Rudolf Borschecht, bitte verzeihen. Uli, mach das beim nächsten Mal wieder. Dankeschön für den Applaus. Ja, von meiner Seite auch ein ganz herzliches Willkommen an Sie und an dich, Uli, dass du gekommen bist und diesen wirklich sehr tollen Film mitgebracht hast, ein berührender Film, ein sympathischer Film, der irgendwo auch ein Liebesfilm ist, sag ich jetzt mal. Vielleicht vorab eine Frage, sind ja ganz tolle Leute, die du da interviewt hast, sind die alle, die Dreharbeiten dauerten ja relativ lang, sind die noch am Leben? Also Conny, die 104-jährige Schauspielerin, ist letztes Jahr gestorben im Januar. Und wir waren noch in der Endfertigung von dem Film dann haben wir entschieden, also wir haben ihn dann schnell fertig gemacht und wollten unbedingt, dass das, also wir waren sehr erschrocken darüber, dass sie ihn nicht mehr sehen konnte. Und haben dann mit dem fertigen Film im Februar im Altenheim eine Premiere gemacht. So, und dann haben sozusagen alle anderen haben den Film gesehen und sie haben vor allem ihre Familienmitglieder eingeladen. Und ich glaube, das war etwas, was mich selber überrascht hat, weil A, hatte ich sie nie kennengelernt. Ja, ich wusste also, dass die alle Familie haben. Aber es war schon auch klar, dass sie im Film keine Rolle spielen, weil ich sie auch nie kennengelernt habe. Das hätte den Rahmen auch gesprengt und ich wollte das sozusagen wirklich auf diese Generation und auch auf diesen Ort beschränken und deswegen habe ich die Premiere dann erstmal angesetzt für die Bewohner und sie haben dann selber ihre Familienmitglieder eingeladen und dann, als ich mitbekommen habe, als die alle ankamen, dann hatte ich natürlich auch so gedacht, oh mein Gott, das ist ja auch ein Thema dann höchstwahrscheinlich für die Familienmitglieder, weil sie in dem Film, gerade im zweiten Teil, geht es ja sehr darum, ja, also über diese Dinge, sind sie gute Eltern gewesen und haben sie das alles richtig gemacht. Und dann dachte ich so, also da war ich dann, also das habe ich überhaupt nicht erwartet. Und dementsprechend war das, was danach passierte, für mich nochmal ein Film im Film. Ja, das heißt, das ging nochmal 3 Stunden nach der Premiere, weil die Familienmitglieder, die waren so gerührt davon zu erfahren, was ihre Eltern über sie denken und über das, was das ganze Leben lang eigentlich sie, ich glaube, viele haben darüber gar nicht so viel geredet mit ihren Eltern über all die Jahre und dann war das so auf der großen Leinwand in dem Kino, wo Jerry auch seine Premiere hat und dann saßen die alle zusammen und dann ging das in eine ganz andere Richtung, wie ich gedacht hatte. Ich dachte, wir feiern das zusammen, aber es war viel, viel mehr, ja. Mhm. Weil du gerade von deinen Protagonisten sprichst, das, wie gesagt, das sind tolle, interessante Leute, aber gerade wenn die über Privates reden, das ist ja jetzt, denke ich mal, da kann man nicht einfach hingehen und jemand befragen, wie war denn das mit deinen Kindern, sondern du musst zu denen Vertrauen aufbauen, denke ich mal. Mhm. Wie hast du das geschafft?
Also es war in erster Linie so, dass ich quasi als Kollege dort ankam. Also es war, also die erste Frage, die sie mir gestellt haben, kann man mit Dokumentarfilm Geld verdienen? Da war ich erstmal total überrascht, weil wir in unserem deutschen Filmförderungssystem denken ja erstmal, wenn wir einen Film machen, darüber nach, dass wir ihn überhaupt erstmal finanziert bekommen, so dass alle, die daran beteiligt sind, davon leben können in der Zeit, wo sie ihn machen. Na, das ist erstmal so, wir betrachten das ja mehr oder weniger als Kulturgut. Und darüber entspannte sich erstmal eine Diskussion über, was ist Film? Ist es Kunst oder ist es Kommerz? Ja, und sie hat natürlich auch eine klare Meinung dazu. Gerade Ted Winzer, mit dem habe ich lange darüber diskutiert, weil der war der Agent von John Cassavetes und der hat im Grunde genommen diese ganzen Projekte gedealt von John Cassavetes, der ja sozusagen für mich, also auch ein sehr inspirierender Regisseur, die Filme habe ich geliebt und für mich war das aber wirklich in dem Sinne immer ein Independent-Regisseur, der immer seine Vision durchgebracht hat, ja. Und Ted hat mir gesagt, das war eine knallharte Kalkulation, wenn Gina Rowlands und Cassavetes sich was ausgeheckt hatten, dann musste klar sein, wenn er 1 Million reinsteckt, müssen 5 rauskommen. Sonst gab es den nächsten Film nicht. Ja? Und da stand mir schon der Mund offen, weil wir hatten das in unserer Wahrnehmung damals als Filmstudenten überhaupt nicht besprochen. So, und über diese Diskussion, dass, was ist Film, ist es Kommerz, ist es Kunst und was will ich da eigentlich, ja, kamen wir uns näher. Ja, wir kamen uns in erster Linie als Kollegen näher und dann habe ich glaube, der Grund, warum sie dann mitgemacht haben, war, ich habe einen Film gezeigt, den ich davor gedreht hatte. Das war ein Film über die älteste Jazzband der Welt, über eine chinesische Jazzband, die in Shanghai seit 30 Jahren so im Hotel spielt, Estangos Bay in Shanghai. Und den habe ich, weil es waren auch alte Musiker und es war so vom... Ja, vom Gefühl her wollte ich so eine ähnliche Stimmung eigentlich erzeugen. Und ich habe, es fiel mir schwer sozusagen zu sagen, wie der Film am Ende aussieht, weil sie kannten, also was Dokumentarfilm angeht, hatten sie eine ganz klare Vorstellung. Ne? Das ist ein Interview und Archivmaterial. Und mehr wollten sie eigentlich auch nicht machen am Anfang mit mir. Also so die ganze Kreativität und so, dieses Zusammenarbeiten an Projekten, das war... das war nicht in ihr, also das war nicht das, was sie dachten, ist für den Film wichtig und schon gar nicht privat, also zum einfach da mit ihnen zusammensitzen und über so ein Buchprojekt und das zu begleiten. Also das war alles nicht so, was sie sich im Dokumentarfilm so vorgestellt haben. Und da habe ich aber sehr drauf gesetzt, so dass ich diesen Film gezeigt habe über die Musiker. Und dann merkten sie, dass auch in dem Musikerfilm all diese privaten Geschichten eigentlich so eine Oberhand hatten. Und das hat ihnen gefallen beim Gucken. Deswegen haben sie sich letztendlich darauf eingelassen, dieses Spektrum auch zu erweitern, der Fragestellung und auch des Zusammenseins, wo man dran arbeitet zusammen, ja, dass zum Beispiel aus ihrer Sicht Banalitäten durchaus eine große Relevanz kriegen können. Das war eine Sache, die haben sie dann auch für sich entdeckt und das war neu für sie und ich habe sie einfach dabei ermuntert, so dass wir, also ich sag mal so, Joel und Deborah waren vom ersten Tag der Recherche an für mich der absolute Highlight und die mochte ich von Anfang an. Und auch Jerry, ja, und auch Duke, der die schöne Version von Casablanca über die Schulen badert hat. Links-Café, das hat selbst mich vom Hocker gehauen. Ich wusste ja auch nicht, was auf mich zukommt da, ja. Und der hat immer damit gespielt, mich auch wirklich vom Hocker zu hauen, ja. Also es ist auch eine Verabredung zwischen Entertainer und Filmemachern. Das heißt, sie wussten immer, wenn sie mir eine Geschichte erzählen, dann muss es ein Knaller sein, ja. Und darüber gerieten sie auch in Konkurrenz. Ja. Das fand ich auch übrigens eine wirklich sehr schöne Idee, quasi den Film durch zwei Filme zu verklammern. Ja. Zum einen den Film, der am Schluss dann Premiere hat, von dem Kaufmann oder so. Das ist, ja genau, von Jerry Kaufmann. Der wollte unbedingt diesen Santa Claus-Film machen. Und die Idee, quasi aus den Ideen für die Fortsetzung von Casablanca nochmal so einen kleinen Film zu machen und den quasi als Exposition. Genau, genau. Das war das von Anfang an, nee, kann ja nicht von Anfang an festgestanden haben, weil kommt ja in dem Film erst vor, den ihr dann eben quasi nachinszeniert habt. Genau, genau. Wir haben also lange Zeit, also genau dieses ganze Jahr, was wir dort
mit 4 Drehphasen gefüllt haben, da haben wir schon drauf gewartet, dass das noch verfilmt wird. Und wir waren, also gerade Joel, der war immer kurz davor, das zu machen. Er hat immer gesagt, ich nehme mein Handy und dann mache ich das, fahren wir zum Friedhof und dann drehen wir das. Dina kann ja Ilsa spielen und das war immer klar. Aber ich hatte einen Gegenspieler in dem Altenheim, die war gar nicht eine Pensionierte, sondern die war da eine Leiterin von dem Studio, diese junge Dame, die auch den Dreh von Jerry leitet. Die war einfach komplett dagegen. Die dachte, das ist Manipulation und das da machen sie sich irgendwie zum Affen und das hat sie mir immer, hat sie vor mir zu den Alten immer gesagt, naja, ihr könnt das gerne machen mit dem deutschen Regisseur, aber dann macht ihr euch, also ihr müsst da Gefahr laufen, dass das einfach lächerlich ist, was ihr da macht. Ne? Das heißt, sie hat ihnen immer sozusagen schon abgesprochen im Vorfeld, dass das eine Qualität hat. So, und dann habe ich immer gesagt, es geht überhaupt nicht ums Ergebnis, es geht darum, ich will diesen Prozess begleiten und in dem Prozess kriegen die eh eine ganz eigene Strahlkraft. So. Und dann wurde das aber nichts und dann war Jerry aber da, dem das alles völlig Wurst war. Ja, ob das nun ein guter Film wird, wie er rüberkommen kann, er hat so vehement daran an seinem Projekt gearbeitet, dass sie es auch nicht verhindern konnte. Ja, so und dann habe ich mich an Jerry gehängt und dann habe ich das sozusagen so ein bisschen so ausbalanciert, dass Jerry eben der Macher ist und die Casablanca-Leute sind die Kreatoren, die haben sozusagen die Idee, sie kommen zwar nicht bis zum fertigen Film, aber den fertigen Film und das Filmprojekt und das Drehen, das macht halt der Jerry. Dann sind es 2 verschiedene Projekte, egal. Hauptsache, man kann das irgendwie sozusagen sehen, in welchen verschiedenen Ebenen gearbeitet wird. So. Und dann war ich ja dankbar, dass Jerry es gemacht hat, weil man an Jerry eigentlich sieht, wie es gemacht wird. Ja? Also könnte man sich im Endeffekt auch vorstellen, wie sie hätten auch Casablanca verfilmt, das wäre ähnlich lustig geworden. Höchstwahrscheinlich hätte Dina auch die Ilsa gespielt und was weiß ich nicht alles. Ja. Und dann dachte ich mir, ach Mann, ist doch egal, ist ein Dokumentarfilm, geht halt manchmal, Sachen gehen in eine andere Richtung, egal. Hauptsache man kriegt es so hin, dass das, worum es geht, nämlich um die Kreativität und auch um die Menschenliebe, sozusagen mein Menschenbild, was ich habe, wenn ich Filme drehe, dass das einfach am Ende wieder strahlt. Ja. Mhm. Scheint mir diese Leiterin nicht die richtige zu sein für diesen Ort. Ja, sie war der Ort. Also an ihr kam man nicht vorbei. Und sie war selber Dokumentarfilmerin und sie hatte halt ein anderes Verständnis von Dokumentarfilm. Und ich dachte ja, wenn ich nach Amerika komme, ja, wo auch durchaus sehr manipulativ Dokumentarfilme gemacht werden, da bin ich ja noch ein Nesthäkchen dagegen, ja. So von meinem Storytelling. Und dann steht mir jemand gegenüber, die mir so den Purismus des Dokumentarfilms versuchte zu vermitteln. Und ich dann immer gesagt habe, dann lassen wir die, wenn solange die Alten das wollen und Lust darauf haben, lassen wir sie doch einfach machen. Und sie wollte sie immer beschränken. Und ich habe gesagt, ich kriege das schon hin, ich mache das jetzt schon ein paar Jahre. Ich kann Ihnen garantieren, dass diese alten Menschen von meiner Kamera nicht lächerlich gemacht werden. Ich kann Ihnen das wirklich garantieren. Das ist mir noch nie passiert und das ist auch überhaupt nicht mein Anliegen hier. Ja. Aber das nur dazu. Also es gab auch durchaus Schwierigkeiten im Umfeld. Ja. Was wäre denn, um vielleicht mal zu was Abstraktem überzuleiten, was ist denn der Purismus im Dokumentarfilm? Dass man gar nicht eingreift. Dass man nicht eingreift. Das sieht man ja, finde ich, bei deinem Film relativ gut, wo eingegriffen wird und wo du, also die Leute, wo man im Hintergrund noch das Licht sieht zum Beispiel, oder wo du einfach nur beobachtest. Für mich beginnt der Eingriff da schon, wo ich mir sozusagen, also ich habe eine ganz eigene Herangehensweise. Ich nehme mir sehr viel Zeit, die Sachen, die ich vorfinde, zu beobachten ohne Kamera. Ja, also auch selbst während der Dreharbeiten verbringe ich eigentlich die meiste Zeit damit, mehr die Leute, die ich porträtieren will, erstmal zu beobachten. Wie bewegen sie sich? Welche Themen haben sie, wenn sie miteinander reden? So. Und das gleiche ich ab mit dem, was ich mit meinem Film erzählen will. Und wenn da was passiert, was in die Richtung geht, was ich eigentlich erzählen will, weil ich muss mir ja einen Ausschnitt aus dieser Realität, ich kann es ja nicht einfach 1:1 abbilden, darum geht es ja nicht. Ich nehme einen Ausschnitt aus ihrer Realität und ich beobachte sie und wenn da was aufploppt, was in die Erzählung, die ich mache, die damit
irgendwie d'accord geht und wo das irgendwie Fragen berührt, über die ich erzählen will, dann rede ich mit denen darüber, dass mich das interessiert. Ja, das ist mein Eingriff. Ich sage, das interessiert mich, darüber würde ich gerne mit euch was, da in der Richtung würde ich gerne arbeiten, in diese Fragerichtung würde ich gehen. Und dann ist es für die aber auch gut zu wissen, was ich will. Ja, es ist dieser, also wenn man Purismus so nimmt, wie er ist, und sagt, man setzt sich einfach hin mit der Kamera und lässt sie laufen, dann ist das eigentlich für die Protagonisten viel schwieriger, weil sie überhaupt nicht wissen, worum geht es denn jetzt eigentlich. Und dann fühlen sie sich in dem Sinne viel unsicherer, als wenn ich ihnen von vornherein sage, was mich interessiert. Das heißt ja nicht, ich sage ihnen, was ich machen will und was sie machen sollen, sondern ich aus der Beobachtung heraus der Realität sage ich ihnen, was mich davon interessiert. Und in die Richtung würde ich gerne mit ihnen arbeiten. So. Und dann fühlen sie, also das ist meine Erfahrung, dann fühlen sie sich viel sicherer und können in diesem speziellen Themenkreis viel mehr Raum entwickeln. Ja. Ja? So, und dann mit einmal beginnt das zu leben. Und dann bin ich Beobachter, dann greife ich auch nicht mehr ein. Dann lasse ich auch erstmal laufen. Ja, so, und im Schneiderraum, okay, dann fange ich wieder an, die Sachen auch zu fokussieren, zu kombinieren. Und dann wird die Erzählung einfach auch fein ausbalanciert. Am Ende ist der Fokus auf all diese Dinge, lässt genug Raum, dann wieder eine Assoziation zu entwickeln. Und für die Protagonisten, die erkennen sich dann darin wieder, das merkte man auch in der Premiere, da hat sich überhaupt keiner irgendwie beschränkt oder in eine Richtung gedrückt gefühlt. Das war dann wieder das, wo sie das Gefühl hatten, ja, darüber haben wir mit euch geredet. Oh, ja. Oh. Ich meine, die Leute verändern sich doch wahrscheinlich sowieso, wenn eine Kamera irgendwie auf sie gerichtet ist. Und die anschließende Frage, wie habt ihr das zum Beispiel bei dem Drehbuchseminar gemacht? Hm. Das kann ja jetzt nicht einstudiert sein, oder? Nee. Aber am Ende klingt das so nach einer zusammenhängenden Geschichte. Genau, naja, das Interessante bei so einem, bei Dingen im Dokumentarfilm ist ja, dass wenn man jemanden hat vor der Kamera, der wiederum eigentlich so eine Art Director ist, ja, der sozusagen diese Funktion hat, Dinge zusammenzuhalten, so wie die Schreibgruppe. Also ich habe sehr eng mit diesem Leiter von der Schreibgruppe zusammengearbeitet. Wir haben sehr offen kommuniziert über das, was er vorhat und worum es mir geht, damit wusste ich, wenn er genau weiß, worum es mir geht, dass er sozusagen, wenn diese Diskussionen ausufern, dass er das wieder ein bisschen fokussiert und ein bisschen wieder schmaler macht, damit es in die Richtung geht. In der Zeit, wo gedreht wurde, ist die Verabredung schon auch in der Schreibgruppe gewesen, sich auf Themen, als den Casablanca irgendwann auch in der Diskussion war, dass man da auch dran bleibt, weil so eine gruppendynamischen Prozesse, die können auch sehr meändern. Ah, ja? Ja. Und dann ist es natürlich in der Zeit, in der wir da sind, schon besser, wenn man an einer Sache dran bleibt und in die Tiefe kommt. So. Und diese Casablanca-Idee kam ja deshalb, weil im Altenheim immer Filme vorgeführt werden. So, und an dem Tag, wo Casablanca vorgeführt wurde, da war ich dabei, weil mich das allein von der Szene, dass dort Casablanca gezeigt wird, das hat mich interessiert. Deswegen habe ich das gedreht. Und dann ging das so Stück für Stück, entwickelte sich dann eine Diskussion darüber. Und dann ging die Diskussion auch in die Schreibgruppe über und dann habe ich gesagt, das finde ich jetzt aber gut. Und das war dann aber wiederum gut, dass sie es wüssten, dass es mich interessiert, dann haben die daran auch weitergearbeitet. Vielleicht hätten sie sonst das Thema auch irgendwann wieder ad acta gelegt. So wurde einfach ein bisschen länger dran gearbeitet und man kam eben zu diesen wunderbaren Drehbuchideen. Ja. Oh. Und klar habe ich sie dann auch ermuntert, letztendlich den Film zu machen, aber ich habe sie dann nicht in die Richtung gedrängt. Ich habe gesagt, es würde mich freuen, entscheidet ihr. Es hat nicht geklappt, aber sie haben, ich glaube, 4 Sitzungen haben wir dieses Thema echt
behandelt auch. Und dann kamen diese privaten Geschichten noch dazu. Das fand ich sehr spannend, dass wir gar nicht mehr so am Film umsetzen waren, sondern mehr so an ihren eigenen Geschichten wieder. Und das war, also gerade die letzte Runde dort, die hat uns schon beim Drehen so berührt, dass wir wirklich, danach brauchten wir erstmal eine Pause, weil das hat keiner von uns vermutet. Ja. Da waren wir dann auch schon das dritte Mal im Altenheim. Das heißt, wir waren so zusammengewachsen, dass diese Intimität und diese Intensität auch ein Ergebnis unseres wiederholten Dabeiseins war. Ja. Also es gibt ja in dem Film einen Haufen, sage ich jetzt mal, wirklich berührender Szenen, als zum Beispiel Tony Lawrence von seiner Familie erzählt oder die beiden Rogosin. Rogosin. Das ist ja eine Screwball-Comedy gewissermaßen, was die da irgendwie vorführen. Wirklich alles. Oder auch als, ich glaube, der ist nämlich auch tot, dieser Wright King. Wright King ist gestorben. Er ist auch gestorben, genau. Aber der hat den Film noch gesehen. Als der von Endstation Sehnsucht und sowas erzählt. Gibt es denn, sowas veröffentlicht man ja meistens bei der DVD als Outtakes. Es gibt eine Menge Outtakes, das kann ich Ihnen schon sind versprechen. Sind die auch so nahegehend? Ja, es gibt wirklich sehr schöne Szenen, auf die ich Schmetzer verzichten musste. Auch diese ganze Linie Filmzitate, wovon jetzt noch eins übrig ist mit dem Hundeknochen. Da gibt es auch noch eine weiße Hai-Szene, wo eine ältere Dame im Fischteich Fische füttert und mit einmal verschwindet zu der Musik vom weißen Hai. Und wir haben also viele Szenen auch, sind Protagonisten komplett rausgefallen, glaube ich nicht. Ich hatte noch eine ältere Dame, die mit dem großen Hut, die war wirklich mein Favorite, die wollte ich gerne auch begleiten, aber die wurde krank. Und wenn sie krank waren, durften wir die auch nicht, also dann war es auch nicht möglich, sie zu drehen. So, und bei Duke wäre ich auch gerne noch ein bisschen in die Tiefe gegangen, weil ich wusste, er spricht kurz von dem Alkoholismus, das war ein großes Thema, daran ist seine Beziehung zerbrochen und es kam in der Zeit, wo wir drehten, kamen die ersten SMSen wieder nach 40 Jahren von seiner Frau auf sein Handy und dann fing er an, darüber nachzudenken, diese Geschichte wieder hochzufahren. Da habe ich natürlich zu Duke gesagt, na Mensch, dann lass uns das mal zusammen hochfahren hier, ja. Und dann war er aber, dann hat er aber auch in dem Moment gesagt, er möchte das nicht. Und dann war das auch okay. Okay. Ja. Wusstest du eigentlich, dass der Duke gewissermaßen diese Geschichte aus dem Ärmel zaubern wird? Nee. Nee. So, also, sich so tiefisch freut. Nein, das war sozusagen von der Idee, also von dem Announcement, wo der Leiter der Gruppe gesagt hat, wir arbeiten da mal dran und dann, also es ging immer im Wochenrhythmus. Was in der Woche passierte, das wusste ich nicht. Ja, also ich war selber überrascht, weil, also von Duke wusste man, also von Duke wusste ich, dass es immer extrem schräge Geschichten sind, egal was er machte, aber dass es so schräg ist, das hat selbst der Leiter der Gruppe und in der Gruppe, also das hat überhaupt keiner vermutet, ja. Und ich glaube, Juk hatte echt so den Schalk im Nacken, dem war es einfach immer wichtig, so außergewöhnlich wie möglich zu entertainen. Ja. Der war Radiomoderator in seinem Leben und der hat, glaube ich, immer Show gehabt in seinem Radio. Und es gibt ein Buch in dem Altenheim von Geschichten jedes Jahr, wo die besten aufgeschrieben sind. Und da sind auch wirklich die meisten von Duke drin. Und das sind alles Highlight-Geschichten. Da haust du dich wirklich weg, ja. Also der ist, naja, man muss auch sagen, er ist als kleiner Junge mit 8 Jahren, er hat ihn seinen Vater immer mitgenommen ins Studio und er ist mit Laurel und Hardy zusammen groß geworden. Und das hat ihn wirklich entscheidend geprägt. Wahnsinn. Ja. Wie bist du überhaupt, sowas fragt man ja eigentlich immer am Anfang, wie lange wusstest du von diesem sehr besonderen Altersheim, was mir jetzt zum Beispiel vollkommen ungeläufig gewesen wäre? Mir kommt es jetzt schon so normal vor, dass ich immer überlege, wie kam es eigentlich dazu? Es ist aufgeploppt, als ich während der Oscar-Verleihung 2014 gab es auf Spiegel Online diesen Artikel von Mark Pitzke, dem
dem Korrespondenten für Spiegel Online für Nordamerika. Und der hatte das ausgegraben, die Geschichte, und hatte, ich glaube, 12 Fotos waren drin in dem Artikel und eine wirklich schön geschriebene Geschichte. So, und sein Zentrum der Geschichte war eben auch diese Schreibgruppe, ne? Ja, und ich dachte, mein Gott, also wenn die noch Drehbücher entwickeln, dann muss es ja auch irgendwann Filme geben, die entstehen. So habe ich ihn kontaktet und er hat mir gesagt, ja, er war 3 Tage im Altenheim und hat mit denen dort abgehangen. Und ich war zu der Zeit vom Goethe-Institut eingeladen, um meinen letzten Film zu zeigen. Und ich war also vor Ort. Und dann kam er auch und dann haben wir das zusammen gemacht, 4 Tage lang dort. Haben Duke kennengelernt, haben Joel und Deborah kennengelernt, haben Jerry kennengelernt, Conny war, sprang mir natürlich sofort ins Auge, da war ich echt platt, also 104 oder, nee, was war sie damals, 101. Und dann bin ich mit ihr immer zum Friseur gefahren, das weiß ich noch, deswegen musste ich so wirklich, ich habe mich echt weggehauen bei dem Film über Beige, weil bei Conny ging es wirklich definitiv immer darum, dass der Nagellack der Fingernägel mit der Haarfarbe und dem Tuch zusammenpasste und ein schöner Kontrast in der Bluse. Sie hatte mir das immer ganz genau erklärt, wie das alles korrespondieren muss. Ja? Und so bin ich. Ich habe viel mit Conny rumgehangen, muss ich sagen, weil also die fand ich so knorke. Und die hat mir auch wirklich Geschichten erzählt. Die hat ja auch sehr viel mit, Marlon Brando war die andere. Conny hatte auch jemanden, mit dem sie so viel Erinnerung verband. Und sie haben sehr viel erzählt. Und ich habe dann gesagt, stopp, ich muss das also mal aufschreiben, dass das irgendwie vielleicht finanziert wird. Und ich komme dann wieder. Und das ging dann relativ schnell. Nur wir haben ewig keine Drehgenehmigung gekriegt. Also wir haben 2 Jahre auf die Drehgenehmigung gewartet, weil ein amerikanischer Produzent das machen sollte, aus dem Umfeld von den Finanziers. Wer gibt dann die Drehgenehmigung? Da gibt es schon ganz schön starke Mächte im Hintergrund, die darauf achten, dass das alles seinen Gang geht. Ja. Und das sind meist die Finanziers, es gibt so ein Board und die Chairmans, das sind George Clooney, Katzenberg und Spielberg. Und das sind so die grauen Eminenzen im Hintergrund und ein Kumpel von denen, der Produzent war, der hatte ihnen eigentlich garantiert, dass er den Dokumentarfilm dreht und der hat das aber irgendwie nicht hingekriegt, genügend Geld zu beschaffen und dann haben sie uns aber hingehalten. Die haben uns das nicht gesagt, was da eigentlich ist, die haben nicht kommuniziert und dann haben wir 2 Jahre gewartet, bis der dann abgesprungen ist und dann haben sie von einem auf den anderen Tag gesagt, so, jetzt könnt ihr das machen. Da waren wir aber schon wirklich, da dachten wir schon, das wird nichts mehr. Es gibt ja in dem Film auch so gewissermaßen so ein paar Außenseiter, also die nicht an diesem Drehbuch-Workshop mitmachen. Zum Beispiel der Sohn von dem David O. Selznick, genau. Daniel. Ist der da so ein bisschen an der Peripherie des Geschehens? Das war das Grundproblem meiner Dramaturgie. Ja. Ich wollte natürlich irgendwie das alles, also dass die über Hollywood erzählen, auch im Jetzt ihre Filme machen oder Drehbücher schreiben. Und das war bei Daniel nicht so. Der hatte aber der konnte diese irren Geschichten erzählen. Der hat zum Beispiel als Kind hat er immer auch bei Hitchcock, wenn da gab es manchmal so ein Dinner. Und er konnte sich noch erinnern an das Truthahnessen und da kam die Frau von Hitchcock rein mit so einem Messer. Und da weiß er noch, als kleiner Junge, da sah er nur das Messer und die kam mit diesem Messer. Und das war natürlich klar im Hause von Hitchcock, woran das erinnerte. Ja? Und so eine Sache, da hat er so viel von erzählt. Oder wie er mit Liz Taylor tauchte beim 15. Geburtstag von ihm auf und hat seine ganzen Kumpels da versucht zu verführen. Und sowas, das hat er ganz. Und er schreibt übrigens, er schreibt wirklich an einem Buch, das wird auch erscheinen. Und das ist das Buch der Familie Selznick. Und das, ich glaube, das wird nochmal sehr viel über das alte Hollywood erzählen. Und er ist der Verweigerer gewesen. Er hat dieses Spiel nicht mehr mitgemacht. Er ist aber auch zu einer Zeit
naja, erwachsen gewesen, wo das alte Studiosystem auch schon tot war. Das heißt, diesen Übergang, was er am Ende beschreibt, zu dem New Hollywood, also wo der American Graffiti eigentlich so einer der ersten Filme auch waren, den hat er zumindest noch als Coach begleitet. Er hat es nicht produziert, aber er hat Talent Scouting gemacht. Und dadurch gab es diesen American Graffiti letztendlich. Und dann gab es auch George Clooney. Und in dem, das wurde, glaube ich, damals auch schon von Coppola produziert. Die ploppten dann mit einmal auf. Und da war im Grunde genommen auch das System seines Vaters beerdigt. Ah, ja. Genau, MGM war dann mit einmal auch zu schwerfällig für die neuen Stoffe. Man drehte viel mehr auf der Straße. Und er hat sozusagen noch den Übergang bereitet, aber er hat dann da nicht weitergearbeitet. Ihm war das nicht so wichtig. Das war ja auch, deswegen habe ich ihn auch am Ende nochmal mit reingenommen, weil das diese Eltern-Kind-Geschichten auch so ein bisschen berührt. Ja? Also er hat es eben nicht mitgemacht, was seine Eltern von ihm erwartet haben. Und das war dann letztendlich auch eine Vater-Sohn-Geschichte, ja, im erweiterten Sinne. Deswegen hat er, am Ende kam er dann doch wieder so über die Hintertür, so ein bisschen thematisch wieder mit rein. Und ich mochte diesen Gegensatz zwischen diesem unglaublich erfolgreichen Film und Jerrys Film. Deswegen, also diese Schnittstelle, die wollte ich auch am Ende des Films nochmal setzen. Ja, ja, das passt auch gut, dass man so eine Außenperspektive gewissermaßen auch mal hat. Die anderen sind ja in ihrem Beruf große Enthusiasten, alle. Genau, aber sie wurden nie berühmt. Sie waren ja nie die großen Filmemacher. Ne? Es ist sozusagen an der Schnittstelle zwischen American Graffiti und Jerrys Film, da liegt für mich eigentlich der Zauber des Filmemachens. Es ist, wenn man es gerne macht, dann können Filme wie American Graffiti entstehen, weil George Lucas eben daraus American Graffiti macht, aber es können auch die Weihnachtsmann-Filme von Jerry entstehen. Aber das Machen, ich sage Ihnen, das Machen in dem Moment, und man sieht es bei Jerry auch ein bisschen, wie vehement er mit dem Kameramann dort diskutiert, es ist auch mindestens genauso intensiv gewesen bei George Lucas bei American Graffiti. Und das meine ich damit, wo ich sage, es ist völlig egal. Der Spaß und diese Intensität des Machens ist höchstwahrscheinlich überall gleich. Und es geht um diese Vision und um das Durchbringen dieser Vision. Ja, im Kleinen wie im Großen. Ja, wobei ja, wenn man die Filmografie, habe ich mal bei IMDb geguckt, was die so gemacht haben, ist ja nun auch nicht ganz klein, sag ich jetzt mal. Manche. Bonanza, der Chef. Tony war überhaupt der Star. Ne? Also an Tony, in der Gruppe gab es diese Competition zwischen Tony und den anderen. Und deswegen merkt man schon, dass Tony schon so der Profi, also das war sozusagen der Gradmesser. Ne? Also wenn man, Tony hatte den meisten Respekt in der Gruppe, weil er eben der Professionellste war. Aber Tony selber, dem war es eigentlich egal, weil jetzt im Altenheim hat er sich mit ganz anderen Sachen beschäftigt als zu seinen Studiozeiten. In Studiozeiten, das erzählt er auch ganz schön, war er immer so von diesem Druck belastet. Er musste das ja auch machen, ne? Er musste irgendwas liefern. Und jetzt ist er frei zu machen, was er will, und das hat ihn auf eine gewisse Art befreit. So. Und dann ist ihm das auch völlig wurscht, dass er da mit den anderen, die noch nie geschrieben haben, zusammensitzt. Das ist denn die Augenhöhe, die sie erreichen in diesem Altenheim. Und das, glaube ich, ist auch das Schöne, dass es am Ende des Lebens dann auch egal ist, ob der eine nun ein bisschen berühmter war oder der andere nicht. Am Ende müssen sie jeden Tag irgendwie zusammen durchbringen und Spaß dabei haben. Und ich finde, das gelingt ihnen schon ganz gut. Spielt es eigentlich eine Rolle bei denen, weil du das gerade gesagt hast, wer hat es mit Marlon Brando getan? Oder Die geben voneinander an. Also wer der Berühmtere? Ja, definitiv. Okay. Also die geben auf jeden Fall an. Und in so einer wie Phil, der dann am Ende austickt in der einen Runde, mit dem war ich sehr eng befreundet. Der hat mir immer davon erzählt, dass er sich so ein bisschen
gemobbt fühlt in der Gruppe. Das war aber auch ein bisschen übertrieben, der war da zu sensibel. Ich habe immer gesagt, da brauchst du ja keine Sorgen machen, die mögen dich schon alle. Ja, aber diese ganze Competition und jeder will hier der Beste sein und ich mach das nicht mehr mit. Diese ganze Gruppe und dieses ganze Psycho-Zeug und so. Und dann wollte er dann immer aufhören. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn dir das alles so gegen den Strich geht, dann kannst du das auch gerne mal sagen. Naja, also man merkt ja im Film schon, dass es an der Gruppe liegt, weil dir gegenüber, als du in seinem Atelier bist, hat er das ja alles erzählt. Ja, er hat uns das erzählt. Ja. Ich finde es ja nachvollziehbar, muss ich sagen, was der da sagt. Er hat auch, im Grunde genommen hat er für mich auch das Thema des Films nochmal auf den Punkt gebracht, weil er hat gesagt, das Einzige, was mich interessiert von euch, ist, was ihr in der Jetztzeit macht. Ja? Eure Vergangenheit interessiert mich nicht. Das heißt, er bringt es eigentlich nochmal auf den Punkt, dass es auch wirklich darum geht, bitte nicht immer zu viel zurückzuschauen, sondern auch nach vorne zu schauen und zu sehen, was geht jetzt noch. Mhm. Und das ist letztendlich auch das Thema des Films. Mhm. Wie ist das, du hast jetzt oft gesagt, Geschichten der Leute. Das ist ja eigentlich quasi ein Wort, was man beim Spielfilm mehr verwendet als beim Dokumentarfilm. Wieso machst du Dokumentarfilme? Also ich kann es ganz ehrlich sagen, ich habe damals zu Studienzeiten probiert, Spielfilm zu machen. Dann stand ich immer vor Schauspielern. Und ich habe mir die immer so angeguckt und dann sollte ich denen immer eine Rolle erklären, ne? Und ich konnte das immer nicht. Ich habe immer diesen Schauspieler gesehen und dann habe ich mir den so angeguckt und dann hat der mich als Mensch interessiert, ne? Mhm. Ich dachte immer, was ist denn das für ein Typ so? Und der hat mich immer völlig verständnislos angeguckt und der wollte eine Rolle erklärt haben, die er mir dann spielt. Und ich dachte, ich wusste immer, was ich sagen sollte, weil ich konnte nicht begreifen, wie man das hinkriegt, als Filmstudent jemanden zu verwandeln. Also für mich waren das immer die 1:1 Menschen. Und wenn ich denen gegenüber trat, dann habe ich mich immer sofort immer für die. Ich habe die immer gefragt, was sie machen, wo sie wohnen, ob sie ein Haus besetzt haben oder irgendwas, ja. Und die immer so, ja, erzähl, wir wollen jetzt aber eine Rolle spielen. Und dann dachte ich mir, oh Gott, die hat eine Rolle, was soll ich denen jetzt sagen? Dann haben die irgendwas gespielt, dann habe ich mir das mal angeguckt und dann dachte ich mal, dann wollten sie mal wissen, was ich da, ob es jetzt gut ist oder nicht. Und dann wusste ich auch immer nicht, da weiß ich jetzt auch nicht, ob das jetzt gut war oder nicht. Und dann waren sie immer völlig frustriert, dann sind sie aufmüpfig geworden. Und dann dachte ich, oh Gott, was für ein Stress mit diesen Menschen, ja. Und dann kam ich irgendwann mal, ich weiß nicht, da habe ich einen Dokumentarfilm, also eine erste Dokumentarfilmübung habe ich mit so einem Soldaten gemacht, der war 19. Der sollte nach Bosnien, ja, das war in den Kriegszeiten, damals 96. So, dann sollte nach Bosnien und dann habe ich den begleitet. Und dann hat er immer, der hat ein Klavier dabei gehabt und dann musste er immer da unten in Kroatien, muss er in so einem Wald stehen mit seinem Gewehr. Und dann abends ging er immer in seine Hütte und dann hat er immer auf so einem, da stand so ein Keyboard, hat er immer ein Männlein steht im Walde gespielt. Und dann habe ich das irgendwie zusammengeschnitten und habe ich so einen Ärger gekriegt von der Dokumentarfilmprofessorin. Wie kann man bloß die Realität so manipulieren? Und dann habe ich gesagt, das ist aber so gewesen. Der hat wirklich ein Männlein steht im Walde gespielt. Und da bin ich fast von der Schule geflogen. Ne? Und dann habe ich gesagt, wow, Dokumentarfilm schafft wirklich viel mehr und ich muss gar nicht so viel machen. Und so bin ich da hingekommen. Mir hat es Spaß gemacht, einfach Leuten zuzuhören und ihre Geschichten zu erzählen. Ich finde, wenn etwas passiert vor der Kamera mit Menschen, die so sind, also wie ganz normale Menschen sind, und die wachsen in dem Zusammenspiel mit der Kamera über sich hinaus und merken in dem Moment, wo sie was erzählen, dass sie das in dem Moment eigentlich noch nie so erzählt haben und mit einmal selber überrascht sind, was ihnen da gelungen ist. Und dass in dem Moment lief die Kamera, dann sind alle in dem Moment so beseelt, mein Kameramann, ich und der Protagonist selber, dass ich mich sozusagen bei Dreharbeiten im Dokumentarfilm von einer zur anderen Szene so durchhange, weil ich genau diese Momente, in denen das passiert und wo ich weiß, das ist einzigartig, das wird nie wieder passieren,
Ja, und es ist jetzt passiert, weil ich hier war und ich hab's jetzt. Ja. Das ist was, was mich total fasziniert. Im Spielfilm machst du eine zweite, eine dritte, vierte Szene, und irgendwann wird es dann vielleicht auch richtig gut. Ich habe nur einmal die Chance, wenn es mir nicht gelingt. Am Anfang war ich immer noch sehr, sehr nervös und war traurig, wenn es nicht geklappt hat. Jetzt freue ich mich immer über die Sachen, die klappen. Und es ist mir egal, wenn es mal nicht klappt, aber ich halte mich daran fest. Ich sage mal zu meinem Kameramann, wir sind zwei wirklich Magic-Sachen gelingen am Tag und wir 20 Tage, 30 Tage drehen, dann haben wir am Ende einen guten Film. Muss es da nicht auch eine gute Kooperation zwischen dir und dem Kameramann geben? Der muss ja jetzt schon irgendwie wissen. Manchmal muss es ja schnell gehen, denke ich mal, welchen Bildausschnitt oder sowas der zu wählen hat, wann er Stativ nimmt, wann er Handkamera oder ja, so. Kannst du darüber das, was? Ja, das ist, also die Zusammenarbeit ist unter Schmerzen ist die entstanden und das ist aber zum Glück alles beim ersten Film passiert. Das war damals in Havanna, da war ich noch im zweiten Studienjahr und er war schon fertig, also er war gerade im Begriff abzuschließen. So, und dann sind wir irgendwie zusammengekommen und haben den ersten Kurzfilm in Havanna gedreht. Das war über so einen Trompeter. Da haben wir uns so ein bisschen eingegroovt. Und dann hatte ich diese Idee, über einen Fernsehmechaniker einen Film zu machen, der durch Havanna zieht und diese kaputten alten russischen Fernseher repariert, um dass die Leute noch die Serie gucken können. Und dieser Schwarz-Weiß-Fernseher war so ein Einheitsfernseher. Der stand so für dieses Bild des untergehenden Sozialismus. Das war so meine Idee als Filmstudent. Da hat man ja dann so eine Idee und die klingt gut und aber keine Erfahrung. So. Und mein Kameramann, immer skeptisch, ja, ist dann mitgekommen und hat dann vor Ort mich sehr daran erinnert, jeden Tag, weil er hat immer ein Credo. Er sagt, wenn du mir nicht genau erzählen kannst, wenn ich das und das drehe, warum du das drehen willst und wo das am Ende irgendwie im Film hinkommt und warum das in den Film rein soll, dann drehe ich es einfach nicht. Ja? Das heißt, in Havanna hatten wir 6 Wochen Drehzeit und er hat immer gesagt, überleg dir ganz genau, was du machen willst. Und wenn du das morgens nicht sagen kannst, dann fahre ich lieber an den Strand. Und dann war der 3 Wochen am Strand, ja, und ich stand immer da und habe mir überlegt, ich stand immer an so einer Tafel und habe mir überlegt, was ich da machen will. Und als ich dann irgendwie die Idee hatte, hat er gesagt, okay, jetzt weiß ich, was du willst und jetzt, jetzt können wir anfangen. So, und dann dann muss ich ihm sozusagen so einen Resonanzraum schaffen. Also ich sage ihm sozusagen, worum es mir geht in der Szene, was ich damit erzählen will. Und dann denkt er sich sozusagen in dieses Spektrum rein, also in diese Szene. Und dann macht er seine eigene Choreografie von der Kamera. Er weiß sozusagen, welcher Protagonist im Mittelpunkt stehen muss und er weiß ungefähr, worum es gehen soll. So. Und wenn es in einer anderen Sprache gedreht ist, was meist der Fall ist, dann konzentriert er sich komplett auf diese Body Language, also sozusagen, was aus diesem Gesicht heraus in seinem begrenzten Sucherkreis an Energie destilliert, ja, und damit einmal folgte er einfach der Intensität dieser Darbietung, ja, also auch wenn jemand erzählt in einer fremden Sprache, kann er relativ gut herausfinden, ob das eine Intensität hat. So, und dann gleichen wir das sozusagen so alle 10 Minuten mit einer Übersetzung ab. Da kriegt er auch ein bisschen mit, worum es ging. Und dann arbeiten wir so ein Stück für Stück durch. So, dann habe ich meistens noch einen kleinen Monitor. Jetzt bin ich auch ein bisschen mehr, denke ich auch über das Bild nach. Früher hatte ich überhaupt keine Ahnung. Da habe ich mich nur um Protagonisten gekümmert. Und jetzt habe ich auch immer noch so einen kleinen Monitor dabei. Aber so über diese letzten 25 Jahre, wo wir zusammenarbeiten, wir sind fast verheiratet, muss ich sagen. Also vor jedem Film machen wir wochenlang ewige Telefonate bis zu 4-5 Stunden am Tag, wo wir über alles Mögliche reden, auch über Beziehungen, über Frauen und so, aber nur um uns sozusagen so anzunähern. Ja. Okay, verstehe. Ja. Also ist dein Kameramann die ganze Zeit gewesen? Ist immer mein Kameramann, also für die Kino, Axel Schneppert. Axel Schneppert hat immer für alle Kinofilme die Kamera gemacht und ich habe jetzt beim neuesten Projekt, wo ich den Produzenten wechseln musste, weil mein langjähriger Produzent
jetzt Chef von der Filmförderung Hamburg geworden ist, war das ein Thema mit einmal, ja, sollte er nicht mehr machen. Und ist auch nicht einfach, also eine kleine Diva. Manche mögen das dann nicht so. Und dann habe ich gesagt, aber wir haben etwas entwickelt über all die Jahre. Und es geht um Empathie. Empathie ist eine Sache, die der Kameramann auch hervorzaubern kann. Ne? Also ich kann das sozusagen in der Regie machen, aber letztendlich muss die Kamera das auch einfangen. Ne? Also das heißt, was von innen nach außen geht. Und diese Nähe zu den Protagonisten ist auch wirklich eine Porträtfotografie, die sehr, sehr feinfühlig über die Körper, über die Gesichter, über die Lichtstimmung eine Empathie erzeugt. Und unsere Grundverabredung und seine Kameraarbeit und meine Regiearbeit zielt absolut auf Empathie. Ne? Also wir lieben unsere Protagonisten und wir wollen es sozusagen, dieses Gefühl, was wir ihnen gegenüber haben, das wollen wir versuchen, auf die Leinwand zu bekommen. Und daran arbeiten wir eigentlich sehr intensiv, ja. Dann unterbreche ich hier mal und würde mal das, die meisten sind geblieben, das heißt, vielleicht haben Sie noch Fragen oder Kommentare zum Film. Oh ja. Dann bitte ich Sie, die jetzt zu äußern. Genau, ich komme mit dem Mikro zu Ihnen, zuerst hier, dann da. Ich musste beim Film an einen anderen Film denken und ich glaube, die wenigsten kennen den überhaupt, aber ich kenne ihn noch und Tosca. Zwar der Kuss der Tosca. Schmidt hieß, glaube ich, ne, der ja. Regisseur, also La Casa Verdi in Mailand. Der Film ist ja ganz anders, aber es ist eben das gleiche Setting sozusagen, dass Künstler eines Genres in einem Altersheim leben. Und ich habe jetzt die ganze Zeit gedacht, gibt es denn irgendwo noch so eine Konstellation, dass eben Künstler, also ich Schriftsteller oder sonst was, weil das ist ja, müsste man ja machen, ne? Das ist ja wirklich auch mit dem Zeitabstand total interessant. Meine Frage wäre was anderes. Also ich habe schmerzlich vermisst, dass ich nicht wusste, wie alt die Leute sind. Das hat mich so interessiert während des Films, was eigentlich ich mir gar nicht selber erklären konnte, aber ich wollte das unbedingt wissen und will das immer noch unbedingt wissen. Hätte man nicht am Schluss vielleicht bei der Auflistung dann nochmal, wie alt sie zum Zeit des Drehens war Problem oder ist, so? Das Problem ist, wenn du den Film 10 Jahre lang zeigst, ja, nur zum, also zum Zeitpunkt des Drehens weiß aber, natürlich. Ja, man weiß ja nicht, wenn man den Film sieht, wann er entstanden ist. Wir haben darüber wirklich nachgedacht. Doch, das weiß man genau. Und zwar bei dem Film Beige. Bei dem Film steht ja am Schluss, Gott sei Dank, Das war 11 oder was. Genau. Weil ich, als das losging, genau wusste, ich habe das auch erfahren, als eigener Eindruck, dass auf einmal alte Leute alle beige trugen. Aber dann habe ich überlegt, heute ist das gar nicht mehr, oder? Ist das nicht ein Zeitphänomen gewesen? Darum wäre ein Film über, wie es heute ist, auch interessant. Also ich sag mal so, ich habe ja bei der, also einstarten tue ich ja noch mit einer Altersangabe bei der 104-Jährigen, da war es mir auch wichtig, die Fallhöhe sozusagen zu deklinieren. Und von da aus ist es eigentlich im Grunde genommen insofern egal, dass ich, naja, ich weiß, aber ich habe mich ja entschieden für etwas und ich habe bewusst darüber nachgedacht, weil ich weiß, wie alt die sind. Ich kann Ihnen sagen, dass zum Beispiel die Frau mit dem großen Hut 91 war, Duke war 86. Das tut aber, ich sag mal so, ich wollte eher das Leben, also diese, es geht ihnen selber nicht darum, wie alt sie sind. Sie wollen das gar nicht so, das ist nicht ihr Thema. Das Thema ist, dass sie sozusagen, dass sie alle alt sind, das sieht man. Aber sie wollen diesem Alter etwas entgegensetzen und davon erzählt der Film. Deswegen habe ich wirklich bewusst auf die Altersangaben verzichtet, außer eben bei Conny. Weil Conny hat es sehr gerne vor sich hergetragen. Die hat damit auch so ein bisschen hantiert, weil sie damit natürlich auch Aufmerksamkeit generieren konnte. Aber ich sag mal so zwischen 85 und 96 waren sie alle, außer vielleicht die Frau von Toni, da wusste man es nicht genau, ich glaube, die war Ende 70. Ist halt so,
am Ende war es nicht mehr wichtig irgendwann. Also ich habe dann auch nicht mehr drüber nachgedacht. Ich dachte bloß immer, mein Gott, Hauptsache sie halten durch. Also das Thema mit dem Alter hätte man natürlich auffangen können, indem man einfach das Geburtsjahr hinschreibt. Stimmt, weil das ändert sich nicht mehr. Aber meine Frage ist eine andere. Also zunächst einmal hat mir der Film wahnsinnig gut gefallen und ich hätte stundenlang mehr gucken können und weitere Geschichten hören können von dem Film. Was mich interessiert, Sie haben das eben angedeutet, als Sie diesen Film gedreht haben, diesen Weihnachtsmann-Film. Ist das etwas, was regelmäßig passiert, dass Sie sich Geschichten überlegen und drehen? Das wäre der erste Teil. Der zweite Teil, diese Blondine, die Sie ja als etwas dominant empfunden haben, das erlebt man ja häufiger in Altersheimen, dass es Leute gibt, die so, ich sag mal, bevormundend, beschützend vor den alten Leuten stehen. Das war der Punkt. Und das hat mich jetzt gewundert, weil ich dachte, das sind doch alles sehr selbstbewusste Menschen, die... Also das wäre meine Wahrnehmung gewesen, die so in ihrem Leben irgendwie es zu was gebracht haben. Und das würde mich jetzt erstaunen, wenn die sich dann von so einer jungen Frau so ein bisschen, sage ich mal, bevormunden lassen. Genau, es gab eine Dame, die hat dagegen vehement opponiert, das war Conny. Conny und Jennifer konnten gar nicht miteinander. Also Conny hat sich von Jennifer überhaupt nichts sagen lassen, ja. Und ich sag mal so, einige, die fanden es ganz bequem, dass da jemand immer für sie entschieden hat. Das war eigentlich eher Jennifers Problem, weil Jennifer war so einsam, die hatte auch nichts draußen. Ihr Freund hatte sie verlassen und die hat da einfach den ganzen Tag abgehangen in dem Altenheim. Es waren irgendwie so ihre Kinder, die hatte auch keine Kinder und die hat das vehement so als ihren Privatbesitz betrachtet, ja. Da war auch kein Vorbeikommen. Das war manchmal ein bisschen schade, aber ich sag mal so, ich war in einem Jahr 4-mal da. Sie ist jeden Tag 14 Stunden da. Am Ende sagt sich jeder der Heimbewohner, auf wen höre ich denn jetzt? Auf den, mit dem ich immer hier zusammen bin und nicht diese, die ja nur mal so kurz vorbeikommen. Das ist dann schon so eine Instanz auch gewesen und es ist auch so, das kann auch mal sein, dass ein Fernsehteam kommt und da kommen immer mal welche, also gerade so im News-Bereich, die sind schon ein bisschen härter drauf als ich, ne? Die wollen auch mal ein bisschen was aufdecken, was vielleicht nicht so angenehm ist oder die sind auch ein bisschen rabiater und da braucht es so eine, wie Jennifer schon auch, die in die Schranken weist, ne? Das hat auch sein Gutes und das hat manchmal auch dazu beigetragen, dass die auch ein bisschen geschont worden sind, ne, vor Leuten, die nicht so angenehm waren. Dafür ist sie schon da und letztendlich macht die auch einen Knochenjob, muss man auch sagen. Also diese ganzen Filmproduktionen da am Laufen zu halten, ist nicht ohne. Also wenn Jerry sagt, denn er will in der, keine Ahnung, der will in der New Yorker U-Bahn drehen oder er will ein Flugzeug mieten oder die haben ja manchmal auch so riesige Vorstellungen so von den Filmen, die sie machen wollen, dann sagt sie auch, das geht nicht und dann versucht sie mit denen zusammen auch Sachen, also sie versucht immer ihnen alles möglich zu machen, also das ist wirklich toll, also aber das kann eben auch mal so sein, dass das in eine andere Richtung geht. So, die sind auch alle sehr individuell. Also man muss schon sagen, die sind auch nicht ohne. Die haben auch so ihre Divenhaftigkeit, gerade bei den Schauspielerinnen, da musst du dann auch manchmal echt aufpassen, dass dir das nicht um die Ohren fliegt. Ne? Also eine Filmproduktion, wenn da mehr als 5 Leute mitmachen, dann ist das ist ein Hauen und Stechen. Ne? Und diese Filme entstehen immer zu. Also Jerry hatte allein in der Zeit, wo ich mit ihm gedreht habe, hatte er noch 2 andere Projekte. Dann fing Joel an, eine riesige Theatervorstellung zu organisieren mit 15 Darstellern. Ja? So, das musste die dann auch noch managen. So, dann kommt noch irgendeiner, der will singen oder keine Ahnung. Und einer drehte sogar noch eine Fernsehserie. Tony drehte noch eine Fernsehserie, ja. Und dann geht das schon richtig an die Kapazitätsgrenze da auch. Ne? Und jeder will natürlich 100% Attention. Werden die Filme eigentlich irgendwo anders aufgeführt? Ja.
Es gibt in Mill Valley, also in San Francisco, bei San Francisco gibt es ein Festival, die das durchaus zeigen ab und an. Und es gibt auch unten in Los Angeles, bei der Academy gibt es auch einen Saal, wo ab und zu eine Showcase ist. Oder hier im Egyptian hatten wir auch mal so eine Präsentation. Und in ihrem eigenen Filmtheater, genau. Ja, mir ist natürlich auch der Kuss der Tosca eingefallen und wenn ich mich richtig erinnere, hat Daniel Schmid damals 3 Monate gedreht und am Schluss kamen 2,5 Stunden ins Kino. Mich würde interessieren, wie viele Stunden haben Sie gedreht, wie viel Material haben Sie und wenn die DVD kommt, das sind dann die Extras fast so lang wie der Film. Das fände ich auch ganz entzückend, weil ich auch finde, da muss ja noch ganz viel sein. Dann hätte mich auch interessiert, ist der Film, der kommt sicher auch nach Amerika, oder? Also haben Sie einen Verleih in Amerika? Und noch als letzte Frage, nein, die ist mir jetzt entfallen, sorry. Mal doch ein bisschen, ja, okay. Also ich habe ja schon 3 Fragen gestellt. Genau, ich habe beim Kuss der Tosca habe ich auch mal wirklich genauer hingeguckt. Ich wollte das... Also das hat mich natürlich auch sehr gereizt, so Das war unheimlich schön, was er da gemacht hat. Der entscheidende Unterschied ist, dass beim Kuss der Tosca in diesem Altenheim sind ausschließlich Profisänger retired, die Operndiven und Opernstars waren. Der Unterschied ist gewaltig. Wenn du jemanden hast, der vorher Profi war, da ist von dem, was du hast als Filmemacher dann in so einem Altenheim, du hast eine hohe Qualität, ein hohes Einstiegslevel. Ja? Als ich in das Altenheim in Hollywood kam, habe ich mir alle Filme angeguckt, die gemacht worden sind. Einer war schlimmer als der andere. So schlimm das klingt. Das ist aber, ich habe da mich erstmal erschrocken, weil ich auch in diesem Tosca-Fieber war. Ja? Ich dachte, mein Gott, ich bräuchte ja auch, um diese Strahlkraft, also meinetwegen auch ein unbekannter Filmemacher macht mit einmal den Film seines Lebens und den zeigst du 5 Minuten lang am Ende und alle heulen, weil der so toll geworden ist, weil die über sich hinausgewachsen sind. Das konnte ich nicht leisten mit den Filmen. Und dann habe ich mir angeguckt, wie sie diese Filme machen. Und dann habe ich gemerkt, das ist völlig wurscht, wie die Filme sind. Die haben so einen Spaß dabei und es ist ihnen so egal, wie wir die finden, das ist, ich meine, da musste ich auch erstmal drüber nachdenken, weil wir ja auch immer ständig in diesem Druck sind, was Außergewöhnliches zu machen als Filmemacher. Und mich hat dann am Ende, und das hat mich so motiviert, dann das auf meine Art zu machen, und zwar nicht so wie Daniel bei Tosca. Ich habe das dann genommen und als absoluten Pfund gesehen, dass sie am Machen, an diesem Kreieren so einen Spaß haben und es ihnen nämlich egal ist, was am Ende rauskommt. Jerrys Film ist, kannst du in voller Länge auch nicht zeigen. Aber was du zeigen kannst, ist der Moment, wo dieser Film im Kino läuft, diese Gesichter, die habe ich mit einer zweiten Kamera, mit der Kamera, der Sohn von meinem Kameramann hat seine ersten Aufnahmen dort gemacht und genau die hat der gemacht. Der hatte eine kleine Kamera und der hat diese Gesichter gefilmt. Von der Seite da, ne? Von vorne, von der Seite, aber in dem Moment, wo Jerry Film läuft, also in echt, diesen Moment einzufangen. Und das habe ich mir angeguckt, abends. Und ich habe unter diese Aufnahmen, die waren noch im Rohzustand, habe ich die Musik von Cinema Paradiso gelegt, diese Schlussmusik. Ja? Und ich habe in meinem Leben noch nie so Rotz und Wasser geheult. Ja? Und da habe ich gesagt, das ist das, was ich machen will mit dem Film. Ich will diese Lust am Machen, darüber will ich einen Film machen und nicht über das, was am Ende sozusagen bei rauskommt, sondern diesen Moment, wo sie sich selber das zeigen, worauf es hinausläuft. So, das, weil die das einfach, ja, die haben es nie gemacht in ihrem Leben, die waren ja immer Zuarbeiter. Ne? So, und das war die erste Teilfrage. Ja, der andere war ja, wir hatten nur 40 Stunden hatten wir ungefähr.
Daniel hat damals noch Film gedreht, das war weniger. Ich habe bei Havanna auch nur 12 Stunden gehabt. Das war 16 mm. Genau, das war 16 mm und da ist man doch sehr diszipliniert. Wir haben auch schon sehr gehaushaltet mit dem Material, aber wir hatten auch eine ganze Menge mehr Interviews mit Zeitzeugen, also mit Leuten, die sozusagen da und da und da mitgemacht haben. Wir hatten noch den Kameramann von Mean Street, von Scorsese, den Kirk, der hat das erste Mal Handkamera gemacht für Scorsese bei Mean Street, das ist legendär. Der war aber auch schon relativ weit fortgeschritten mit seiner Alzheimer-Krankheit und dann war das schwer, das zusammenzubringen. Das hat man nicht verstanden, worum es ging. Ja, und dann habe ich von Disney, hatte ich noch eine, die hat da gezeichnet mit dem alten Disney, die war schon 109. Ja, einige Sachen haben wir so, fielen dann irgendwann der Schere zum Opfer, genau. Und dann hatte ich eine Begegnung, die hat mich echt umgehauen, mit Hans Beimler. Das wird vielleicht... das kennt man eigentlich nur im Osten. Hans Beimler war so unser Held. Es gibt drei Hans Beimlers, den Vater, den Sohn und den Enkel, die hießen alle Hans Beimler. Und der Vater Hans Beimler, der hat damals im Spanischen Bürgerkrieg, und der war der Hero. Und also meine Schule war danach benannt, meine Straße war danach benannt und meine Abschlussmedaille, die ich gekriegt habe für mein Abitur, die war auch danach benannt. Das heißt, mein ganzes Leben war, meine ganzen Sportwettkämpfe waren auch nach Hans Beimler benannt. So, und dann mit einmal komme ich ins Altenheim. Und dann sitzt da dieser eine ältere Herr und er wird mir vorgestellt und dann sagen die, das ist Hans Beimler. Und dann habe ich gesagt, nein, das geht doch gar nicht, der ist doch tot. Ja, das ist doch schon der Enkel, die hießen alle Hans Beimler. Und dann habe ich den gefragt, er sagt, ja, er ist der Enkel. Und er hat bei Star Wars mitgeschrieben, oder bei Star Trek hat er mitgeschrieben, der war Autor. Und dann dachte ich so, ja mein Gott, jetzt komme ich noch zu den Beimlers hier. Ja. Jetzt weiß ich auch die letzte Frage wieder. Wissen Sie noch, was war das für ein Film ganz am Schluss, wenn diese Limousine wegfährt, was man da in dem Rückfenster sieht? Das fand ich auch eine ganz tolle Idee. Ja. Ah. Wissen Sie noch zufällig, was das war? Die Aufprojektion. Genau, wir haben, das ist das Interessante, weil es ging ja davor in der Szene um den beschwerlichen Kuss zwischen Joel und Deborah. Und was auf der auf dem Rückfenster projiziert ist, ist der erste Filmkuss der Filmgeschichte. Es ist das Material des ersten Filmkusses der Filmgeschichte. Big Swallow oder so heißt der, ne? Genau. Aber das habe ich nicht gesehen. Und das hatten wir für relativ lau gekriegt und das haben wir gleich mal, war auch alles illegal, man durfte das ja niemals so drehen, so mit ohne Drehgenehmigung in den Straßen. Und wir hatten so einen kleinen Beamer und den hatten wir auf der Motorhaube und der hat hinten wirklich in echt diese Filmausschnitte projiziert. Und dann war es, glaube ich, das war auch kurz gab es noch diesen Schuss. Das war auch, glaube ich, der erste Pistolenschuss so in die Kamera. Ja. Also es waren wirklich so die Urbilder des Kinos. Wir hatten auch noch der einfahrende Zug. Den hatte ich nämlich auch noch. Den haben wir uns gerade im Filmmuseum kurz angeguckt. Den einfahrenden Lumière-Zug, den hatte ich auch noch, die Dampflok und so. Also ich wollte sozusagen mit diesem Auto ja sowas wie das, wo die Träume sozusagen nochmal das Altenheim verlassen und in die Stadt eintauchen. Sollten auf Reise gehen, die Träume. Darum ging es. Ja, an der Stelle würde ich gerne einhaken. Ich habe also eigentlich einen sehr schönen märchenhaften Film, altersmärchenhaften Film gesehen. Ich vermute aber, er ist auch dadurch zustande gekommen, dass das ein Ausschnitt aus diesem Altersheim ist, ein sehr spezieller, von den Leuten, die ausgesprochen sozial kompetent sind, kreativ sind, toll noch im Gedächtnis sind. Wir haben ungefähr 10 bis 20 Protagonisten kennengelernt, denke ich mal. Wie viele Leute sind überhaupt in dem Altersheim? Ich vermute, es gibt auch jede Menge Eigenbrötler, solche, die durch Demenz gezeichnet sind und überhaupt nicht zu diesem Kreis hinzugehören. Also es geht mir nur einfach mal um die Einordnung gewissermaßen. Genau. Die haben ja schon gesagt, als ich da ankam, es gibt sozusagen... Also es gibt so 300 bis 350 Insassen in dem Altenheim, davon sind so 60 wirklich noch, also die sind geistig und körperlich noch
aktiv, also die können sozusagen sich noch selber, also die können selber noch sich also alle Verrichtungen tätigen. Und dann gibt es so um die 30 Leute, die auch aktiv noch Anteil nehmen an diesen Kreativprozessen. Ja? Und von denen hatte ich dann, also in der Schreibgruppe, naja, so um die 12 kamen regelmäßig, ja. Und das war dann auch wirklich das geistige und das kreative Zentrum, muss ich schon sagen. So dass ich alle anderen Aktivitäten dann dem untergeordnet habe und gesagt habe, also wenn ich mich jetzt entscheide für so ein kreatives Zentrum, auch für meinen Film, dann wird es das sein, wo sie am längsten miteinander zusammenarbeiten, was ganz wichtig war, weil ich wusste dadurch, dass damit sind sie im Umgang viel intensiver, als wenn sie sich nur für ein Projekt kurz zusammentun. So, und was mich auch bewegt hat, mich darauf zu konzentrieren, also auch so zu fokussieren auf die Schreibgruppe war, als der Leiter mir sagte, dass bevor er kam und dieses Projekt ins Leben gerufen hat, waren viele von den Mitgliedern der Schreibgruppe depressiv. Viele waren so im Dämmerzustand, die hatten Medikamente genommen, und dann hat er, als er die Schreibgruppe eröffnet hat, er sollte es ja erst einen Monat machen, dann wurden es drei, dann wurden es drei Jahre. Am Anfang, also so nach 3-4 Monaten, haben die alle ihre Medikamente abgesetzt und die blühten förmlich auf. So. Und als sie das selber merkten, sind sie auch immer wieder hingegangen. Das war wie so eine Droge für die. Also einmal in der Woche sich das vorzulesen und dann die Kritik auch dafür zu empfangen. Weil für mich, es ist in Amerika eher so, dass du relativ schnell Zugang kriegst, weil sie sehr nett zu dir sind, und in der polite conversation sind sie auch eigentlich sehr offen. Aber ich sag mal so, um tiefer zu kommen, da braucht es schon etwas Zeit. Und ich sag mal so, durch die Arbeit des Chefs in der Schreibgruppe war da schon ein Vorlauf getätigt. Der hatte sozusagen dort auch schon Türen geöffnet. Da hätte ich viel mehr Zeit gebraucht, um da ranzukommen. Das heißt, die Protagonisten aus der Schreibgruppe wie Anne, wie Phil, wie Tony und wie Joel und Deborah, die waren grundsätzlich schon anders konditioniert, über sich und über ihre Gefühle zu reden, weil sie seit 3 Jahren dies tun in der Schreibgruppe und darüber schreiben. Das heißt, da konnte ich sozusagen schon in ein ganz anderes Fahrwasser kommen als beispielsweise mit Leuten wie Selznick, ja, die sozusagen nicht in der Schreibgruppe aktiv mitmachen. Da merkte man auch in der Arbeit mit denen, dass man, das war nett, aber es wurde nicht so intensiv. Und mich hat es wirklich fasziniert, mit den Leuten aus der Schreibgruppe zu arbeiten, weil die grundsätzlich schon konditioniert waren im sich öffnen. Ja, die waren auch schon sehr offen, weil sie sich schon unglaublich viel Reibung miteinander ausgetauscht hatten. Ja, und dass Phil dort so explodiert und so wie er reagiert, das funktioniert nur in einer Gruppe, die das seit 3 Jahren macht und die sich auch so gut kennen, dass sie dann das ohne Probleme auch ausgeglichen kriegen, so eine gruppendynamischen Prozesse. Ja. Und das hat mich fasziniert, und deswegen bin ich auch bei Joel und Deborah. Okay, Joel und Deborah haben natürlich nochmal auch wegen uns aufgemacht, die mochten uns. Jerry hat auch aufgemacht, weil er uns als Deutsche so toll fand. Er war Wiener Jude und er hat immer Deutsch geredet mit uns. Ja. Der fand das total schön, dass er endlich mal Deutsche hatte, mit denen er Deutsch reden konnte. Ja, und Joel und Deborah, bei Joel und Deborah ist jetzt noch was passiert, was den Film für mich noch in ein ganz anderes Fahrwasser hieft. Deborah schrieb mir eine Mail vor ein paar Wochen. Und sie meinte, sie will das gesamte Material haben, was wir mit denen gedreht haben, weil Joel sozusagen jetzt auf der Intensivstation liegt. Er wohnt nicht mehr bei ihr. Sie vermisst ihn jede Minute am Tag. Und das Einzige, was sie jetzt noch retten würde, ist, dass wir ihr sozusagen das gesamte Material schicken, damit sie ihn sozusagen dadurch wieder lebendig machen kann. Sie hat einfach Angst um ihn, dass er früher stirbt. Ne? Und
Und ich finde allein, also da habe ich gemerkt, allein dafür hat sich eigentlich schon das gelohnt, den Film zu drehen. Habt ihr dann geschickt? Ja, wir sind, also diese Geschichte ist auch am meisten dokumentiert. Also wir haben da wirklich sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht. Und ja, deswegen sind sie auch das Plakatmotiv geworden. Und sie sind, ja, sie haben am meisten gegeben für den Film. Und das, weiß nicht, so eine Sachen sind, die nimmt man natürlich mit nach 4 Jahren. Sie haben ja auch den besten Dialog quasi, als es zum Kuss kommt und er sagt, kannst du dich vorbeugen oder springt deine Hüfte raus oder sowas. Das ist schon großartig. Ja, vor allem, ich habe dann irgendwann gemerkt, auch im Schnitt, ich dachte so, mein Gott, diese Kuss, das Küssen, das durchzieht den Film so schön, weil das ist in der Casablanca-Szene gibt es diesen Kuss, ja. Und dann habe ich diesen beschwerlichen Kuss, also es ist halt auch so, weißt du, Kuss. Wir werden alle älter, ne? Und das Schöne an dem Kuss bei Joel und Debo ist ja, dass es so beschwerlich ist und trotzdem noch dazu kommt. Und dann mit einmal singt er wieder und dann ist es mit einmal ganz leicht wieder. Ja? Also das heißt, das ist wieder, das Körperliche ist wieder komplett frei, die sind wieder völlig frei. Und so fand ich es schön, dieses Symbol des Küssens, was sozusagen ja für die Filmgeschichte eigentlich so, das ist, ich glaube, deswegen gehen wir auch so gerne ins Kino. Es muss nicht immer geküsst werden, aber ich sag mal so, diese Emotionalität des Kinos, was auch wirklich nur im Kino so emotional ist, wenn man das auf groß sieht, das ist, was das 100 Jahre Filmgeschichte durchzieht. Und das wollte ich auch nochmal ein bisschen feiern damit, ja. Und zwar in der Mischung aus dem, was man aus den Filmen kennt und was jetzt meine Realität mir bietet, ja. Und auch der Kuss zwischen Tony und Maddie am Ende, wo er sagt, ja, meine Frau würde sagen, go for it, also mach es, ja. Und dann gibt es ihm den Kuss. Also es ist alles so, es taucht halt immer wieder auf. Ja, ne? Auch bei dem Schauspieler Wright King, ne? Genau, bei Wright King habe ich ja auch noch, bei Wright King ist es ja auch nochmal diese Variante. Genau. Der, von dem Kuss hat er sein ganzes Leben profitiert. Es hat sein gesamtes Leben komplett bestimmt. Ja, bis zum Schluss. Hallo. Wie würdest du es finden, wenn in 30 bis 40 Jahren ein Filmemacher vorbeikommt und genau das Gleiche bei dir macht? Dass er dich filmt, wie du in deinem Abend sitzt und Fernsehen guckst oder alte Filme anschaust, die du 2019 in Frankfurt vorgeführt hast. Ich bin Jerry. Definitiv. Ich werde so wie Jerry sein. Das weiß ich. Und Jerry war der, in dem ich mich komplett wieder gesehen habe in 30 Jahren. Die Frage ist wirklich gut, weil die habe ich mir wirklich beim Drehen beantwortet und habe auch denjenigen auserkoren, der dafür Pate steht. Also das ist die Art, in der ich enden möchte. Ja. Genau. Das ist eigentlich Jerry. Wenn jemand kommt und ich, also sag mal so, man kann es ja vielleicht nicht ganz so bestimmen, weil man vielleicht dann irgendwann nicht mehr kann. Aber es wäre schon ein Traum. Das wäre schon ein Traum, wenn das funktionieren würde. Ja. Ja, ich hätte auch noch 2 kurze Fragen. Zum einen, ja, ganz herzlichen Dank für diesen tollen Film. Es war sehr herzerwärmend und gefühlvoll, ganz toll. Danke. Vielen Dank. Und ja, Sie hatten erzählt, dass Sie ein Jahr an dem Film gedreht haben. Und mich würde mal interessieren, ist das reine, also wie oft sind Sie dann da vor Ort gewesen oder wie lange ist so diese Anfangsphase, in der man erstmal an die Leute herankommen muss? Und ja, und die zweite Frage ist, haben Sie schon irgendein neues Projekt, an dem Sie gerade arbeiten? Mhm. Genau, also wir waren in dem einen Jahr, wo wir, also 2014 habe ich die Geschichte recherchiert, dann hat es 1,5 Jahre gedauert, dann haben wir angefangen. Ja, wir haben eigentlich im Mai 2016 haben wir angefangen und wir haben geendet mit den Dreharbeiten im Mai 2017 und haben dann bis 2018 im Sommer geschnitten und dann war er in Hof als Vorführung letztes Jahr im Herbst und dann hatten wir in Amerika den
den Start im jetzt vor 3 Monaten auf dem Festival. So, das ist sozusagen der Zeitraum. South by Southwest, kann man auch mal sagen. Das South by Southwest, genau. Riesenfestival. Genau, da waren wir die einzige deutsche Produktion und da war es auch wirklich zu spüren, dass es der richtige Platz war für den Film. Ja, und auch Hof, muss man auch sagen. Also diese erste Vorführung, diese deutsche Premiere in Hof, das war sehr beeindruckend, weil wir merkten, also nach dieser ganzen langen Zeit, auch der Schnitt, und wir waren uns auch nicht sicher, ob das alles so zusammengeht, wie wir uns das gedacht haben, da haben wir gemerkt, das wird funktionieren. So, ja, es hat eigentlich sehr viel Kraft gekostet, komischerweise. Ich weiß auch nicht, woran das lag, vielleicht auch, weil ich ein bisschen älter geworden bin. Also früher habe ich das nur lockerer weggesteckt, aber diesmal bin ich dann wirklich echt auf dem Zahnfleisch gekrochen nach dieser langen Schnittphase. Und vielleicht auch des langen Wartens. Also und dieses ständige Rüberfliegen, wir waren 4-mal da in der Zeit. Und diese ganze Sache immer wieder hochzufahren, das, also ich arbeite lieber ein bisschen weniger mit Beschränkungen, muss ich sagen. Ja, also ich hatte sehr viele Ideen, die ich nicht realisieren konnte. Und das hat mich also bis zum Schluss auch im Schnittprozess wirklich ziemlich deprimiert, muss ich sagen. Also ich hatte, weil ich auch gesehen habe, was man hätte noch machen können, habe ich das immer im Kopf gehabt. So, jetzt habe ich es nicht mehr im Kopf. Jetzt habe ich nur noch den Film und ich bin sehr zufrieden damit. Das braucht aber eine Zeit, ehe das sozusagen alles so verschwindet, was man sich mal über die Jahre so überlegt hat, ja. Und wenn man reduziert ja so viel, ne? Und dann ist jetzt so die letzten Tage mit dem Publikum zusammen, befreit mich auch so ein bisschen von dieser Realität der Dreharbeiten und von dem, was ich mal vorhatte. Jetzt ist es wirklich der Film, jetzt bin ich echt happy, dass es wirklich diesen Film so gibt, wie er ist. Und ich bin sehr glücklich darüber. So, das Zweite, als Projekt habe ich gerade über 4 Frauen arbeite ich, an 4 Frauenporträts arbeite ich gerade. Die Conny, die hatte mich so inspiriert mit ihrer Geschichte und ich habe mir gedacht, ich werde jetzt 4 Frauen porträtieren, 4 verschiedenen Ländern, die alle über 100 sind und ihrem Jahrhundert sozusagen Stempel aufgedrückt haben in der Form, dass sie in der großen, also es gab in den letzten Jahrhundert ist sehr viel passiert, also die Entwicklung der Frau und die Perspektive auf die Frauen und wie sie die Gesellschaft mit umgestaltet haben und den Blick auch auf Frauen verändert haben, dafür habe ich sehr spannende Geschichten gefunden und die begleite ich gerade. Ja, ich will sozusagen das letzte Jahrhundert aus der Perspektive der Frauen erzählen, weil es ja von der ersten Gefühl immer ein Jahrhundert der Kriege und der Männer und dieser ganzen großen Umwälzung war und jetzt drehe ich mal den Spieß um und sage, nein, wenn man ganz genau hinguckt, haben die Frauen eine ganz andere Idee, wie man diese Welt in eine Zukunft führen kann, die komplett gegensätzlich derer der Männer ist. Und darin liegt eine Chance, dass wir weiterleben. Das will ich erzählen. Kann ich nicht gehen lassen, bevor ich noch eine letzte Frage stelle. In dieser Reihe heißt, was tut sich im deutschen Film? Und du bist Dokumentarfilmer, also muss ich dich quasi fragen, was tut sich im deutschen Dokumentarfilm? Und das vielleicht noch vor dem Hintergrund, dass vor 2 Jahren eben die Frage, eine Erklärung von den führenden Dokumentarfilmen rausgebracht wurde, dass kaum einer davon leben kann. Mhm. Meistens, selbst die besten 10 quasi, haben quasi Mindestlohn, wenn man es runterrechnet, wenn überhaupt. Wie ist das? Ermöglicht das überhaupt so ein freies Arbeiten? Und wie hast du den Weg geschafft, dass du das jetzt tatsächlich so umsetzen kannst? Also ich glaube, dass der Schlüssel zu allem ist, dass man sozusagen mit dem Produzenten zusammen die Sachen so gut entwickelt, dass sie auch gut finanzierbar sind. Ja, also es ist nicht unbedingt so, dass man nur für die Kunst es sozusagen so billig wie möglich macht, um frei zu sein. Also mein Credo war immer, ich bin eigentlich erst frei, wenn ich sozusagen davon leben kann, so, weil ich dann mich wirklich auf die Arbeit konzentrieren kann. Das habe ich mit meinem Produzenten, diese Verabredung habe ich gehabt und ich habe die Geschichten immer so ausgesucht, dass sie auch für einen Markt interessant sein können, entweder fürs Kino oder für den internationalen Markt. Das Fernsehen ist eh immer an Bord, ja, sodass ich die Kommunikation über das Thema sehr früh über den Produzenten an die Leute weitergetragen habe, die Entscheider sind
und die dann, wenn du sie überzeugst, auch mit Geld reingehen in so eine Projekte. Und dann haben wir angefangen, wenn es sozusagen für alle in dem Sinne gereicht hat, wir wussten, was es braucht an Zeit. Und dann komme ich damit in dem Sinne auch über die Runden mit dieser Gage. Ja? Das ist nicht unbedingt exemplarisch. Also viele versuchen dann auch mit sehr viel weniger Geld, weil es ihnen auch so am Herzen liegt, das durchzubringen. Das schafft aber am Ende schon auch eine Art von Frustration, wenn es denn nicht der überbordende Erfolg ist. Es ist sehr wichtig, dass die Filme am Ende eine Handschrift tragen, die man weiterentwickelt. Und also ich sag mal so, Steine bekommst du immer in den Weg geworfen. Du musst bloß sehen, dass du sie immer überspringst. Also es ist immer so, mich haben sie auch schon Grund und Boden kritisiert. Man muss dann immer weitermachen. Ja, also die Zeit arbeitet immer für einen. Ja, wenn man sozusagen immer wieder versucht, diesen ganzen Wahnsinn wieder hochzufahren, dann wird einem das auch irgendwann gedankt und dann bekommt man auch das Geld für die Filme, was man braucht. Ja. Ich sag mal so, durch die Situation, durch Netflix gibt es im deutschen Kino- und Fernsehsystem gibt es eine Konkurrenzsituation, die uns jetzt als Filmemacher entgegenkommen kann, wenn wir die Chance nutzen. Das heißt nicht, dass wir alle für Netflix arbeiten, weil es ja so toll klingt und weil es ja auch ein großer Player ist. Es geht um was ganz anderes. Es geht darum, dass meine Redakteure, die mich, also wo wir früher immer angekrochen gekommen sind und gefragt haben, also die hatten immer so die Entscheiderposition, wir hatten die Bettlerposition. Und jetzt ist es so, dass in den Redaktionen zu den Redakteuren gesagt wird, achte darauf, dass uns die Stoffe nicht verloren gehen, dass das deutsche Fernsehen diese Stoffe für sich gewinnen kann und dass die nicht zu Netflix abwandern. So, das heißt, ich habe nach 20 Jahren zum ersten Mal auch einen Anruf vom Redakteur von Arte bekommen, wo ich früher sozusagen nicht mal durchgestellt wurde. Das heißt, das hat sich geändert und die Chance, würde ich sagen, die sollten wir mal alle nutzen, dass wir sozusagen unser... Das ist ja kein chancenarmes System, das öffentlich-rechtliche Fernsehen, auch das Fördersystem. Es ist ein Privileg ohne Gleichen. Aber ein bisschen Konkurrenz tut jetzt gut und wir als Autoren haben wieder eine andere Position. Es kann passieren, dass man sich auch ein bisschen um uns bemüht, um an die Stoffe zu kommen, weil wir haben sie manchmal auch, ne? Wir haben auch gute Stoffe, nur haben sie es früher nicht so richtig erkannt. Und jetzt merken sie, naja, wenn wir nicht genau hingucken, dann wird es auf Netflix gesendet. Die machen einen großen Tratra um die Sache. Und dann sagt der Chefredakteur zum Redakteur, hä, wieso, du hast doch jahrelang mit dem zusammengearbeitet, warum ist denn der jetzt nicht bei uns? Und sowas habe ich nämlich Leuten gehört. Und das ist eine Chance für den deutschen Dokumentarfilm. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort fast schon, was Hoffnung macht. Ja, bevor ich dir danke, möchte ich Ihnen natürlich noch sagen, es geht natürlich auch weiter mit tollen Gästen, gerade aus dem deutschen Film. Mittwoch wird es Andreas Dresen hier sein, der gerade frisch 6 deutsche Filmpreise mit Gundermann gewonnen hat. Und dann am 5. Juni geht es in dieser Reihe weiter mit Katharina Wackernagel, Schauspielerin, die ihr Regiedebüt dann hier präsentieren wird. Wenn Fliegen träumen, ein ganz tolles Roadmovie, sehr, sehr märchenhaft, auch in Hof gestartet damals. Und ja, großen Applaus für diesen wunderbaren Abend und den tollen Film. Uli Gaulke. Vielen Dank. Und natürlich auch an Rudolf Borschig. Kommen Sie gut nach Hause.